Tarten. Hey und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Link's Awakening. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar haben wir die Adlerfestung etwas verändert. Wie zum Geil kann ich dich da oben treffen? Das macht keinen Sinn. Egal, ich nehme es einfach mal so hin. Und flop. Die Tür wurde aufgeschlossen mit dem großen Schlüssel. Na, wer hätte das gedacht? Ach, jetzt. Ach, hier bin ich. Okay. Du hast dich vorhin nach dem Architekten erkundigt, genau. Siehst mal so. Der Entwickler wusste wohl, dass die Spieler einen Hass auf das Gebäude bekommen würden. Da ist da gleich so eingerichtet, dass man nur weiterkommt, wenn man das Gebäude zu einem großen Teil zerstört. Ja, abreagieren. Wow, Rody, also. Die Begründung, die ist sehr gut. Wow. Wow. Welp. Ach nein, ach nein, ach nö, nö, nö. Autsch. Stirb. Was soll das? Kannst du mal aufhören zu schießen? Autsch. Danke. Ein magisches Elixier. Sehr gut. Dafür hat sich der Raum dann am Ende doch noch gelohnt. Au. Au. Sehr gut. So, dann zupp. Stirb, Goomba. Es wird spaßig. Hier kommt ein Vollstrecker. Bald wirst du es bereuen, auf der Welt zu sein. Der Gegner ist scheiße. Ich habe den Gegner immer als den schwersten Gegner im Spiel empfunden. Nee, da falle ich runter. Da falle ich runter, oder? Nee, ich falle nicht runter. So, okay, ich konnte auch so angreifen. Gedacht das. Nein! Boah, shit. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ich habe versehentlich die falsche Taste gedrückt. Kacke, einmal. Einmal bin ich runter. Bisher. Okay, wie weit willst du noch in den Turm reinfliegen? Vor allem der ja, der regeneriert sich auch jedes Mal, wenn ich runterfalle, oder? Das war doch irgendwie sowas. What the fuck? Puh. Meine Energie, bin besiegt. Einfallkonter. Dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich, wir sind sein Traum. Endlich haben wir die Adlerfestung hinter uns gebracht. Jetzt kann ich da auf einmal nicht mehr runterfallen. Fuck. Du hast die Poseidon-Orgel erhalten.
Endlich haben wir die Adlerfestung hinter uns. Die dümmste Festung im Spiel. Flöte. Die Musik der Flöte weist dir den Weg. Okay. Mein Vogel ist auf jeden Fall weg. Ich fahre jetzt einfach mal hier runter. Und dann. Moment, kam ich. Hier kam ich dann zurück. Na, oh. Und jetzt ganz schnell. Ha, ich hab dich gekillt. Mama, 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 Mama. Jetzt muss ich mich nur daran erinnern, wie ging's weiter. Autsch. Wie ging's weiter? Ich glaube, man musste jetzt bei dem Haus ganz links lang. Aber hundertprozentig bin ich sicher, bin ich mir nicht. Ich meine nämlich tatsächlich, dass der letzte Dungeon auch hier oben war. Ich glaube, das war so ein Feuer-Dungeon, wenn ich mich recht erinnere. Dieb! Ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Ja, bleib einfach mal da stehen und... Floimp. Danke, Dieb. Das war Rettung in letzter Not. Sagt Dieb. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber Dieb... Ja? Marie! Ich klinge auf einmal ganz männlich, Otarin. Tja, da muss ich wohl gehen. Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat? Jenes Lied, das Schlafende weckte? Wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilfelsen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Okay. Ich habe es geahnt. Okay, wieso wird mich... Das finde ich sehr interessant, dass sie mir hier schon ein Grabmal machen mit dem Kreuz. Die wollen mir wohl sagen, ich, ab hier stirbst du. Finde ich sehr nett. Finde ich sehr, sehr nett. Und wer sich fragt, wo der blaue Vogel ist, der ist bei den anderen Hühnern, bei diesen Typen im Haus. Das ist ja wie in A Link to the Past, der Todesberg. Da hat mich auch jeder siebte Stein getroffen gefühlt. So, da. Haben wir das Kraftarmband. Stirb. Ich will einfach gucken, ob hier irgendwie was. Na komm, heb auf. Special-mäßig ist es? Nein. Rubibibine. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Jump. Und nochmal so. Ich will Bombe ausgerüstet haben. Hier liegt Keanu. Die Adlerfestung hätte ihm wirklich nicht gefallen. Danke. Finde ich ja sehr aufmerksam, dass du mir eine Grabinschrift machst. Ich erinnere mich noch, dass ich beim allerersten Mal, als ich damals als kleiner Knappe, Schnäppke, wie auch immer, nicht gewusst habe, wie ich hier weiterkomme. Aber jetzt weiß ich, dass man dang machen muss. Und da müsste eigentlich die letzte Festung ja hier irgendwo sein. Rira, ich möchte nicht mit dir telefonieren. Stirb. Und du auch. So, dann machen wir das halt so.
Ehrlich gesagt habe ich gedacht, ich verliere. Nein. Reptilfelsen. Der finale Dungeon. Oder beziehungsweise der letzte Dungeon. Okay, dich lasse ich einfach in Ruhe. Dich habe ich keine Lust zu jagen und auch keine Zeit. Ah, ich erinnere mich, dass es hier ganz dumme Schieberätsel gab, ja. Mit denen ich nicht so wirklich klar kam. So, einmal. Okay. Da, badam. Und hopsa. So, ich hab... Ups. Ich hoffe, dass ich hier schon... Wie knapp war das denn? Dass ich hier schon lang kann. Du bist schon mal runtergefallen. So, der letzte Down. Hier habe ich hier den Schnabel, falls ich mal einen Tipp brauche. Sehr gut. Du. Ja, komm. Shit. Ja, komm. Jetzt hast du wieder Panik, ne? So. Das war nicht sonderlich schwer. Wir gehen einfach mal nach hier oben und merken... Dass wir mal mit der Eule reden. Du füllst alle Löcher mit dem Stein, der Boden erzeugt. Wenn du das... Ja, das weiß ich. Das habe ich schon mal gemacht. Hopp und hopp. So, jetzt käme ich auch wieder zurück. Wunderbar. Zauberprobe dürfte ich noch... Huch! Was zur Hölle? Okay... Naja, egal. Ich will mal zur Treppe. Ja, da komme ich noch gar nicht weiter. Das dauert noch ein wenig... Dann... Ups! Werden wir einfach mal herausfinden... Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Den kann ich zur Seite und den. Passiert nicht viel. Na super. Gucken wir einfach mal, was wir hier haben. Und hier haben wir wieder so ein Fliegevieh, so ein Teufel. Ja, gut. Da haben wir zwei Treppen. Ich nehme erstmal die hier. Da sind wir nämlich noch auf der Ebene. War gut, dass wir die hier genommen haben, denn hier haben wir einen verdammten Gegner, der uns nicht interessiert. Wir müssen darüber. Gut, wahrscheinlich... Wow, das war knapp. Wahrscheinlich kommen wir da irgendwie hin, wenn wir dann die Treppe nutzen, in eine neue Ebene. Was war denn hier? Ja, hier, genau. Shit. Jetzt muss ich gucken, was haben wir denn noch für Optionen?
Hier haben wir halt nur das Zauberpulver, das brauche ich nicht unbedingt. So, du fliegst mal weg, danke. Dann gehen wir doch einfach mal so. Machen so und ja, das. Okay. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe mir nämlich einen. Wow. Einen neuen Weg erhofft. Aber ja, ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass Andy so gehypt ist. Bin ich nämlich auch. Fuck. Da liegt jetzt. Das Ding sammle ich bestimmt nicht ein. Diese Trainer wurden auch meine allerletzten Sorgen. Okay, was hattest du denn für Sorgen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, da können wir auch noch lang gehen. Ey, bist du eigentlich bescheuert, mir hinterher zu rennen, obwohl ich deinen Ball habe? Ja, das hast du nur davon. Jetzt habe ich dir meinen Ball in den Hintern. Naja. Nein! Das Ding ist so scheiße zu steuern. Schlüssel, wo... Jetzt habe ich vergessen, wo kann ich den Schlüssel nochmal einsetzen? Wo war das? Wuff. Ja, also wirklich, Keanu. Was denkst du dir dabei? Weiß ich auch nicht. Ich mache einfach nur Dinge. Aha, du machst einfach nur Dinge. Jetzt muss ich erstmal wieder so einen Schlüsselblock suchen. Das kann jetzt erstmal wieder eine Weile dauern. Vor allem, weil ich mich immer wieder verlaufen werde. Ich werde immer wieder irgendeinen Gang gehen, den ich nicht gehen muss, weil er eigentlich nichts bringt. Anders kennt ihr mich doch nicht. Aha, da. Da, er liebt mich nicht, du liebst mich nicht. Ne? Die Story, was der neue Teil ist, der Story-Teil. Mein Geschmack, oder? Auch wenn es klischeehaft klingt, sieht dieser sehr... Super. Ja, wie gesagt, die Meinung von mir und Smashy, die erfahrt ihr dann in einem Video. Die will ich jetzt nicht spoilern. Beziehungsweise, so viel kann ich sagen, wir sind sehr begeistert von dem, was wir gesehen haben. Was wir so von Treehouse allerdings ausgemacht haben, das erfahrt ihr dann in dem Video. Ich weiß, Rhodey. Deshalb habe ich auch so geantwortet, so selbstironisch. Nee, da will ich jetzt nicht lang gehen. Ich gehe hier lang. Ach, da brauche ich auch noch einen Schlüssel. Okay, gut. Habe ich doch eh später wieder vergessen. Ich wette, ich muss die kaputt machen, oder? Na komm. Musste ich nicht. Hä? Muss ich vielleicht eine Bombe dahin schmeißen, eine sehr gut getimte? Nein. Da timet sich gar nichts.
Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe gesagt, ich habe wieder irgendwie einen aufgehoben, ohne es zu merken, wie in einem Tempel mal. Oh nein. Ich bin jetzt wirklich leicht überfragt. Was wollen die gerade von mir? Wie kann das der Lieblingstempel von jemandem sein? Da muss ich es doch irgendwie schaffen, den da zu besiegen. Ich versuche das mal mit Pfeilen. Das kann jetzt... Doch, ich musste den tatsächlich besiegen. Okay, Link kann moonwalken. Und die eine Schlange nimmt ein heißes Bad. Okay. Ach du. So, das war's auch schon. Gib her die Rubine. Die brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ich will mal hier oben lang gehen und merke, dass es mir nichts bringt. Da oben lang zu gehen, Alter. So Fackeln sind, die man entflammen muss. Und wir haben noch nichts, was entflammen kann. Dafür haben wir da eine Truhe, die ich mir sehr ungern hole, weil ich das Geld nicht mehr brauche. Oh, hi du. Und er grinst auch noch so dumm. Wie ein Bananensandwich. Kriege ich das auch mit dem Schwert hin? Jo, kriege ich auch mit dem Schwert hin. Ein Schlüssel, sehr gut. Ach ja, ich weiß nicht mal genau, wann wir angefangen haben, aber ich gehe mal davon aus, dass die zu nehmen. Nee, das kann nicht sein. Das wäre sehr schnell gegangen. So ein schwarzes Lochauge. Ja, komm auf. Ein Kompass, na wenigstens. Etwas. Ja, komm, mach hin. Den Text muss ich nicht immer lesen. So, jetzt geht's hier durch. Und dann kann ich durch die andere Tür, diese Schlüsseltür, und dann geht's weiter. Bei KRTL? Nein, es geht nicht bei KRTL weiter. Na, wer kennt KRTL noch? Ich weiß, dass ich es noch kenne. Ah, natürlich kenne ich es noch. Ich habe es ja auch gesagt. Gott, bin ich schlau. Richtig schlaui. Klugi. Intelli. Intelli. Zup. Wow. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Lass mich in Ruhe. Hier können wir auf jeden Fall aufsprengen. Zup. Stirb. Sehr gut. Aber ich will noch weiter sprengen. KRTL, so hieß damals für samstags und sonntags morgens RTL Kinderserien und so. Wo noch Quack Attack und so lief. Ha, ich wusste es doch. Da muss irgendwas gewesen sein. Oh Gott. Dodongo.
Ich sitze gerade schön in der Tinte. Dodongo. So, einer down. Und noch einmal. Sehr gut. Alle down. Dann hops. Da will ich noch nicht. Nee, da will ich noch nicht. Was ich aber will, ist da dran. Noch eine geheimnisvolle Medizin. Ich finde bei Link's Awakening ziemlich nervig, dass man ständig Bomben braucht, aber immer nur einer auf... Ja. Da hast du vollkommen recht. Na gut, dann werde ich aber mal den Part an der Stelle beenden. Das war euer Keanu mit Link's Awakening. Bis zum nächsten Mal. Ciao.